So, da kommen wir auch schon wieder zur nächsten Aufgabe, nämlich wir sollen den Kult-Talisman der lieben Wächterin wegnehmen. Ihr seht schon, da sind überall die Wächtertürme. Wir können uns jetzt einfach irgendeinen aussuchen. Ich mache das Ganze gerade in meinen eigenen Custom Games, weil ich weiß jetzt schon, dass das Ganze schön anstrengend wird, wenn man das im Solo-Modus macht oder Du-Team-Modus. Weil ich glaube, in Gruppenkeile sind die nicht drin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber kann natürlich möglich sein. Aber wir landen jetzt einfach mal da und hoffen einfach mal, dass sie überhaupt da ist. Weil ich weiß nicht, ob die an jedem Turm spawnt, beziehungsweise da ist, bis er halt tot ist. Oder aber sie ist halt wirklich nur an jedem einzelnen Turm da. Was wir machen müssen, ist eigentlich ziemlich simpel. Wir müssen sie halt auf jeden Fall töten. Und dann den Talisman aufheben, damit wir quasi die Verkleidung fertig machen können für die nächste Mission. Ich gucke jetzt einfach mal, ob sie hier ist oder nicht. Aber in meinen eigenen Custom Games müsste sie ja eigentlich jetzt genau hier sein. Oder ich muss echt. Ah, ihr seht schon, unten die Fußschritte sind da. Ja, dann schauen wir mal, ob wir sie gelegt bekommen. Entweder wird jetzt ein Mega-Fail oder aber. Ich zeige euch einfach, wie es funktioniert. Aber ich denke mal eher, dass Zweiteres eintreffen wird. Da unten ist die junge Dame. Die macht nämlich richtig schön gerne Damage. Ja, Aim ist natürlich wieder on point. Ich habe aber jetzt leider keinen Bogen gefunden. Hallo. Eieiei, ich sag ja, es kann nur lustig werden. Aber so läuft das Ganze halt dann ab. Oh Gott, ich habe keine Munition mehr. Ach, da ist er schon. Und das soll ich dann, wenn noch vielleicht echt Spieler dabei sind, machen. Oh mein Gott, aber einen epischen Sieg geholt. So, aber wie gesagt, an diesen fünf Türmen müsst ihr halt landen. Ich zeige es euch nochmal gerade, warte, zeigt es mir an. Ja, also an diesen fünf Türmen, die einfach legen und einfach, ihr habt es gerade gesehen, einfach. Ihr müsst halt wirklich vorsichtig sein oder probiert es halt im Duo am besten oder sogar im Team und jeder macht es einzeln mal für sich, nehmt den Gegenstand und so seid ihr, glaube ich, am schnellsten dran. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Ihr seht es im Thumbnail oben links, wenn ich es geschafft habe. Dann wird da stehen abgeschlossen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufgabe. Lasst natürlich gerne ein Like da, gerne Creator Code eintragen, YT-FamilyHack. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.